Hi, ich bin Helen. Hi, ich bin Lena. Hi, ich bin Chiara. Ich bin Christian. Hey, ich bin Xenia. Servus, ich bin Kai. Ihr fragt euch, was wir die letzten Wochen gemacht haben? Das zeigen wir euch jetzt. Unsere Aufgabe war es, ein Wahlfach für den Bereich Cross-Media-Publishing zu konzipieren. Aber was ist das eigentlich? Cross-Media-Publishing bezeichnet medienübergreifende Publikationen auf der Grundlage von medienneutralen Inhalten. Auf diese Art können ausgehend von den gleichen Medieninhalten sowohl Videos auf den sozialen Medien, Podcasts oder Printformate als auch Webcontent auf unseren internen Hochschulkanälen realisiert werden. Die letzten Wochen und Monate haben wir uns mit verschiedenen kleineren Teilprojekten beschäftigt. Hier folgt ein kleiner Auszug. Die erste Videoproduktion erfolgte anlässlich der Industriemesse, bei der wir erste Erfahrungen mit Interviewsituationen und der Nutzung von Greenscreens bekommen haben. Einige informative Videos von diesem Drehtag sind auf dem YouTube-Kanal unserer Fakultät zu finden. Während einer intensiven Phase der Videoproduktion lernten wir, mit Video- und Audioschnittprogrammen umzugehen. Unter anderem erstellten wir Videos zur Dokumentation der anderen interdisziplinären Gruppen, zu Themen für Erstsemester oder dem Auslands- und Praxissemester. Entwicklung in der Abteilung Powertrain Management. Dabei war ich in der Projektleitung Taycan für den Antrieb, also der Bereich, in dem ich tätig war, war für die Ladeinfrastruktur. War, dass ich auch eigene Projekte bekommen habe, die ich selber leiten durfte. Am besten hat mir am Praktikum gefallen, dass ich Einblick in so ein großes Unternehmen bekommen habe. Mein Tipp für euch fürs Praktikum ist, lasst euch von neuen Aufgaben nicht abschrecken. Wir stellen euch heute unser Auslandssemester in Spanien vor. Ich habe mich entschieden, im fünften Semester ein Auslandssemester zu machen und dabei habe ich mich in den ganzen Partnerhochschulen informiert, was die für Kursangebote haben und bin letztendlich in Spanien in Vigo gelandet. Mein persönliches Highlight am Auslandssemester war auf jeden Fall, die spanische Kultur kennenzulernen und mein Spanisch zu verbessern. Wir hoffen, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick von unserem Auslandssemester bekommen. Und macht vielleicht demnächst auch ein Auslandssemester. Alle Infos dazu findet ihr auf der Homepage der Hochschule Esslingen. Für den Studieninfotag hatten wir im Vorfeld ein Werbevideo erstellt, das auf den sozialen Medien geteilt wurde. Außerdem konnten wir mit einer Infostation den Bewerbern die Welt der Medien näher bringen und sie für dieses Wahlfach begeistern. Unsere Dozentin Frau Fischer lud uns zu einem Besichtigungsbesuch im Göppinger Radio FIPS ein, wo wir die Möglichkeiten für eigenproduzierte Audioformate wie Podcasts oder Radiosendungen erkundigten. Außerdem erstellten wir einen Moodle-Kurs mit vielen informativen Inhalten, die als praxisorientierte Lehrvorlage für ein zukünftiges Wahlmodul oder Projekt dienen sollen. Und haben wir dein Interesse geweckt? Du hast Lust auf eine andere Art von Vorlesung? Dann komm zu Cross Media Publishing!